Unsere seufzende Hütte. 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 4 bis 7. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben, der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Die Hütte ist unser Körper und der hat erwiesenermaßen ein Eigenleben. Das merkt man als Christ vermutlich sehr viel intensiver und praktischer als jemand, der mit Gott nichts am Hut hat. In Römer Kapitel 7, Verse 22 bis 25 schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Paulus versuchte nie, sein Fleisch zu bekehren oder bat Gott darum. Er wusste, dass dies unmöglich war. Es war ihm klar, dass er einerseits aus einem todverfallenen Leibe besteht und er andererseits trotzdem mit seinem Gemüt der Sache Gottes dienen kann. Und das zählt auch für uns. Mit Gemüt ist laut Wikipedia Folgendes gemeint. Mit Gemüt wird die durch die Gesamtheit der Gefühls- und Willenserregungen erworbene Einheit und Bestimmtheit des Seelenlebens bezeichnet. Das Gemüt wird dabei vergleichbar den Emotionen oder der Sinnlichkeit als Gegenpol zur Intelligenz bzw. zum Verstand gesehen. In einem engeren Sinne ist der Gemütsmensch ein Mensch, der Gelassenheit ausstrahlt und schwer aus der Ruhe zu bringen ist. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff starkes Gemüt etwas Tugendhaftes. Mit Gemütszustand wird die akute seelische und emotionale Situation eines Menschen bezeichnet. Gemütsschwankungen beziehen sich auf seelische und psychische Instabilität. Soweit. Paulus war also tatsächlich ein gelassener Mensch. Auch wenn man das anhand seiner manchmal strengen Briefe, seiner heiligen Ernsthaftigkeit, seines Hintergrundes und seiner Stellung und Position nicht unbedingt vermutet. Er war einfach ein Realist von Gottes Gnaden und konnte mit sich selbst und anderen Menschen gut umgehen. Nach seiner Bekehrung. Aber das war für ihn auch ein Prozess, nachdem er Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus kennenlernte. Apostelgeschichte 22,6. Zuvor war er überhaupt nicht der Überzeugung, dass all sein Wissen, seine Askese und Disziplin, sein religiöses Repertoire im Vergleich zur Wahrheit in Jesus Christus tatsächlich nur Dreck war. Philipper 3,8. So hat er es im Nachhinein selbst bezeichnet. Wir sollen auch gut mit uns selbst und anderen umgehen. Das ist auch unser Job sozusagen. Das gelingt uns nicht immer und nicht selten seufzen wir ebenso mit Paulus und hadern mit unserem todverfallenen Leib, der uns eben manchmal auch diktiert, wie wir mit anderen umgehen sollen und auch mit uns selbst, was nicht immer zum Segen ist. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Gegenwärtig sind wir nur an Geist und Seele erlöst. Doch dann wird die Erlösung auch den Leib mit einschließen. Man denke nur daran, Gott hat uns mit diesem Ziel geschaffen, dem verherrlichten Zustand. Ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln.
Und wie können wir sicher sein, dass wir einen verherrlichten Leib erhalten werden? Die Antwort lautet, dass Gott uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Die Tatsache, dass in jedem Gläubigen der Geist Gottes wohnt, ist ein Angeld darauf, dass alle Verheißungen Gottes an den Gläubigen erfüllt werden. Er ist ein Unterpfand des Kommenden. Der Geist Gottes selbst ist eine Garantie dafür, dass das, was Gott uns bereits teilweise gegeben hat, eines Tages völlig uns gehören wird. Nur der feste Glaube an diese kostbaren Wirklichkeiten ermöglichte es Paulus, immer guten Mutes zu bleiben. Er wusste, dass er, solange er einheimisch im Leib war, er gleichzeitig ausheimisch vom Herrn war. Das war für Paulus sicher nicht der Idealzustand, doch er war bereit, das zu ertragen, damit er Christus hier auf Erden dienen konnte und eine Hilfe für das Volk Gottes war. Die Tatsache, dass wir durch Glauben wandeln, nicht durch Schauen, ist ein ausreichender Beweis dafür, dass wir nicht beim Herrn sind. Wir haben den Herrn nie mit unseren leiblichen Augen gesehen. Solange wir in diesem Leib zu Hause sind, führen wir ein Leben, das weniger eng und vertraut ist als das eigentliche Leben des Schauen. Soweit. Paulus blieb aber nicht beim Seufzen stehen und resignierte, vergrub und verschanzte sich oder hielt sich für untauglich, Jesus nachzufolgen. Nein, er dankte Jesus Christus, der ihm seine Sünden vergeben hatte und den alten, sündigen Menschen sozusagen vor aller Ewigkeit aus dem Verkehr gezogen hat. Darum konnte er und auch wir feststellen und sagen, Galater 2,20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Es ist der Glaube, also das unsichtbare Wissen, dass Gott lebt und es gut mit mir meint, der aus uns schwachen Menschen und Christen Nachfolger und Jünger Jesu macht. Und weil wir das nicht im Fleisch bewerkstelligen müssen, geschweige denn können, sagt uns Jesus auch in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn wir im Fleisch wandeln, haben wir keine Ruhe für unsere Seelen. Dann sind wir nicht locker und gelassen, sondern werden oft zum Nervenbündel und sind mitunter verzweifelt und schämen uns, weil wir so viel Kopfwissen und so wenig Überzeugungstat haben. Wer kennt das nicht? Das hatte Paulus anfangs auch. Und er war ein Überzeugungstäter von höchster Qualität, nur hatte er sich total verrannt und hat sich selbst und andere unerhört beschwert durch seinen früheren Wandel. Von einem sanften Joch hatte er tatsächlich keine Ahnung und von einem demütigen Leben war er so weit entfernt wie die Sonne vom Mond. In Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3 teilt uns der Autor die Realitäten mit, und macht uns Mut für ein segensreiches Leben in der Nachfolge unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Da steht, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir haben definitiv keinen Grund, als erlöste, angenommene und geliebte Menschen, die sich Kinder Gottes nennen dürfen,
uns zu vergraben, den Mut sinken zu lassen, mit den Umständen zu hadern, sich über jeden Mist aufzuregen oder Angst zu haben, zu kurz zu kommen. Gott ist in allem immer des Vertrauens wert. Er sieht uns, weiß, was wir benötigen und kennt unsere Zukunft. Gott hat auch mit deinem Leben einen Plan und ein Ziel. Wer könnte ihn davon abhalten, das Richtige und Beste für dein Leben zu planen und auch umzusetzen? Jeden Tag zu deinem Besten. Römer 8, 28. In 2. Korinther 4, 16 schreibt Paulus: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Gott segne euch.